Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit Hallo, guten Tag, liebe Autokinobesucher. Herzlich willkommen bei den Stauferfestspielen. Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten Hartmut Zeller aus Göppingen. Viele werden ihn kennen von der Jazz-IG, er war dort Mitbegründer, oder von seinen zahlreichen Konzerten hier im Ländle. Hallo Hartmut. Hallo Birgit. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Aber gerne doch. Du bist Musiker. Ich bin kein Schreiner, ja. Wie und wann bist du denn zur Musik gekommen? Völlig untypisch, ohne Unterricht, ohne von Eltern gezwungen worden zu sein, einfach Instrumente für mich entdeckt, drauf rumgespielt, gedacht, das ist lustig und weitergemacht. Also ich bin eigentlich Autodidakt. Mit welchem Instrument hast du begonnen? Es stand zufälligerweise ein Klavier rum im Elternhaus. Das habe ich dann misshandelt und mit 12 oder 13 bin ich dann in eine kirchliche Band eingestiegen und habe dann Schlagzeug gespielt. Das durfte ich dann zu Hause nicht, weil es zu laut war. Und das hat mir dann heiden Spaß gemacht und das habe ich dann auch weiterverfolgt. Habe allerdings dann mich irgendwann auf Klavier, sprich Tasteninstrumente, konzentriert. Was ist denn deine musikalische Vorliebe? Ich hoffe, das Publikum hat Zeit. Es ist relativ weit gefasst. Ich würde es eher lieber ausgrenzen und sagen, zum Beispiel SWR 3 höre ich nicht an, weil es Musikvortäuschung ist. Vorlieben ganz klar liegen im Jazz, sonst hätte ich ja den Verein nicht gegründet. Klassische Musik mag ich sehr gern. Ich mag elektronische Musik total gern und spiele auch gerne mit rum. Aber im Prinzip normale Retortenmusik ist nicht meins, sagen wir es mal so, um das vorsichtig zu fassen. Also diese 4-Akkord-Songs, die eben seit Jahren rauf und runter laufen. Bist du beruflich in der Musikbranche tätig? Also kannst du von der Musik leben? Derzeit nicht. Derzeit sind besondere Zeiten, deswegen stehen wir heute hier. Einfach beantwortet, ja. Ich kann, man glaubt es oder nicht, wenn mich Leute fragen, was machst du denn? Und ich sage, ich bin Musiker. Schön, und von was lebst du? Also das ist so die stereotype Antwort, die immer zurückkommt. Man kann. Es geht rauf und runter, wie bei jedem Freiberufler. Ist ganz normal. Es gibt Monate, wo ich sehr, sehr viel zu tun habe und wo ich die A7 rauf und runter fahre, bis mir blöd wird. Und es gibt Monate, wo ich Däumchen drehe. Das ist ganz normal. Das ist in dem Job noch. Also das heißt, du stehst auf der Bühne, gibst Konzerte? Auch. Ich habe viel Filmvertonung gemacht. Könnte man als Göppinger sagen, Märtlin. Also wenn die Neuheiten rausgebracht haben, die Musik, die drunter lag, meistens orchestrierte Musik, die war von mir. Mahle, Stuttgart, Porsche, habe ich für die Musik geschrieben. Das ist auch eine Verdienstmöglichkeit. Ich unterrichte auch noch 2 Tage und man schlängelt sich halt durch. So, das ist quasi ein vielschichtiger Job. Das heißt, du schreibst auch selber? Ja. Und die bringst du dann auf die Bühne? Mitunter ja. Also die Filmvertonungen kommen natürlich nicht auf die Bühne, die sind quasi erstellt, die verkaufe ich dann an die Firmen, die verteilen die dann. Und manchmal schreibe ich selber Musik und bringe das auf die Bühne, ganz kunterbunt. Ich habe vorhin die Jazz-IG erwähnt. Was verbirgt sich denn dahinter, beziehungsweise was kann man denn sich darunter vorstellen? Um das ganz einfach zu sagen, wir haben uns 2010 zusammengetan, weil es die Chance gab, im Moloko
Konzerte zu veranstalten mittwochs. Der Wirt hat uns quasi eingeladen, das zu machen. Und dann habe ich mich mit dem Markus Bader zusammengesetzt und haben dann gesagt, komm, wir organisieren das. Wir kennen Leute, wir kennen Musiker, wir sind in der Szene aktiv. Wir buchen jetzt einfach mal Bands. Und so hat das irgendwie angefangen, ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Und das wurde immer mehr und den Leuten hat es gefallen. Und dann wurde das Ding immer größer und dann kam der wöchentliche Rhythmus und. Und aufgrund von rechtlichen Schwierigkeiten und so weiter sind wir dann 2012 ein Verein geworden. Und bei der Gründung waren jetzt irgendwie der Sandy Kuhn dabei, der Saxophonist, Jazzpreisträger, der Uli Röser, der bei Udo Lindenberg Posaune spielt und. Also ganz viele Musiker, die sich da zusammengeschlossen haben. Ich glaube, wir waren zu zehnt. Und haben dann diesen Verein gegründet zum Zweck, dass in Göppingen eben Konzerte stattfinden, also zumal im groben Bereich Jazz. Ist natürlich auch viel Opportunismus dabei, dass ich sage, ja, um tolle Musik zu hören, möchte ich nicht mehr nach Stuttgart fahren, sondern das, wenn es bei mir vor der Haustüre passiert, besser. Mhm. Genau. Ja, jetzt diesen Sommer wäre ja das Jazz-Festival auf dem Schlossplatz geplant gewesen. Genau. Kannst du dazu ein paar Takte sagen? Wir hatten vor 2 Jahren schon mal dieses Musiksommer-Schloss. Also vor dem Schloss Free Concert für also einen Abend, einen Mittag. Der Mittag deswegen, weil Fußball WM war oder so, mussten wir das umlegen und haben das für 2020 sehr schön und sehr groß geplant gehabt. Viel Aufwand, monatelange Vorbereitungen, Kulturreferat eingebunden, alles und das hat uns relativ kalt erwischt. Ja. Geplant wären gewesen einfach 10. 11. Juli. Draußen vorm Schloss mit Catering, allem drum und dran. Und fällt halt aus. Deswegen am 11. Juli hier im Autokino. Ja, sehr schön. Das freut uns natürlich besonders, dass ihr euch deshalb entschlossen habt, zu uns zu kommen und zu sagen, habt ihr eine Möglichkeit, gibt es eine Möglichkeit, wo können wir das Jazz-Festival alternativ veranstalten oder stattfinden lassen. Und es freut uns sehr, dass ihr hierher zu uns kommt und ja, an das Publikum, an das Autokino-Publikum unbedingt den 11. Juli vormerken. Da findet das Jazz-Festival hier auf der Leinwand statt. Das Erste noch, was ich noch schnell loswerden wollte, natürlich ist es so, dass ich sofort zugesagt habe, weil das Angebot natürlich auch toll ist. Und ich habe schon alle möglichen Bühnen auf der Welt bespielt und dachte aber vor Autos, die nachher mit Lichthupe applaudieren, habe ich noch nie gespielt. Das brauche ich. Da muss ich dabei sein. Das gefällt mir. Ja, vielen Dank für dieses Interview, Hartmut Zeller. Unseren Autokino-Zuschauern wünschen wir jetzt viel Spaß beim folgenden Film.